Hättest du einen? Kann ich mir den gleich auch noch? Jetzt nicht. Herr Ramon, kommen Sie bitte mal mit. Und alle anderen verlassen bitte das Grundstück vom Stadtherrn. Ja. Ich komme dann später nochmal zu Ihnen. Ja. Gut. So. Mensch. Ja. Ne, wir gehen hier hinter. Ja. Okay. Au! Aua! Au. Ich hab vergessen, dass ich meine Slime-Schuhe nicht anhatte. Das Problem ist, jetzt kriegt man die Tür nicht zu, aber egal. Vielleicht hätte jemand einen Fall zu machen sollen. Ich hab vergessen, Leiter noch anzubringen. Achso, nee. Wohin geht's hier lang? Zum Gefängnis. Ach so. Ah, du hast den Eingang gebaut. Ja. Es gibt da etwas, was Sie gerne mal nachprüfen können, Herr Ramon. Aber eine kurze Frage habe ich. Wie nah stehen Sie sich mit dem Herrn Melvin? Naja, eigentlich bin ich, also seit mehrere Leute hier in der Stadt sind, oder eher gesagt hier sich angesiedelt haben, sind wir nicht mehr so viel in Kontakt. Also wir waren damals nur die ersten Menschen hier, die das, wir wissen das ja noch mit dem Schild da oben und dann hat das irgendwie alles seinen Lauf genommen. Ab da waren wir noch eigentlich... Ja, es geht mir einfach nur darum, ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich kann mir denken, warum er nicht mehr so den Kontakt zur Stadtwache sucht. Haben Sie Ihre blaue Perle dabei? Ich habe 10. Und 50 in der Kiste. Nee, ich habe leider keine. Ah, danke. Sonst hätte ich dir 30 schenken können. Also ich habe, ganz ehrlich, ich entsorge die immer, weil die überall rumliegen. Herr Ramon, gehen Sie bitte zum Herrn Melvin, fangen Sie ein Gespräch, nehmen Sie die Perle in die Hand und gucken Sie über seinen Kopf. Hätten wir nicht, vielleicht sollten wir ihm von dem Immunding erzählen. Ach so, Herr Ramon, wenn Sie nicht mehr gebissen werden, beziehungsweise infiziert werden wollen, müssen Sie einfach nur, was war das, ein oder zwei Tränke? Zwei Tränke hintereinander trinken. Aha. Also wird man dann komplett immun. Dann ist genau. Komplett immun. Zu dem. Ja, Mensch, dann hole ich mir direkt mal. Der Herr Luca betreibt Blutmagie und ist noch Luca, ja. Dieser Verrückte, der immer stirbt. Ah. Er betreibt Blutmagie und ist auch ein Werwolf. Ja, das, also dass er schon Werwolf wird, das haben wir ja eigentlich mittlerweile alle. Ja. Das wissen wir ja mittlerweile alle. Bei ihm bleibt die Option Magie oder Werwolf. Beim Herrn Melvin. Dadurch, dass er uns so getäuscht hat, überzeugen Sie sich erst einmal selbst. Wollen Sie einen Trank haben? Ich habe noch einen und brauche ihn nicht mehr, weil ich nicht mehr saufen kann. Ach so, ja, warte mal, da muss ich mir trotzdem zwei. Nehmen Sie erstmal den mit und fragen Sie mal den Herrn Melvin, ob er Lust hat, mit Ihnen einen zu trinken. Der Herr Ben ist kaputt, da ist er. Ja, Mensch. Warte mal, ganz kaputt. Da läuft er doch gerade. Ja, wenn nicht, könnte ich ihm auch einfach. Na, Sie wissen schon, mit meinem. Ja. Mit dem Olaf. Sie wissen, machen das schon. Überzeugen Sie sich erst einmal und dann können Sie nochmal zu uns kommen. Moment. Was gibt's denn? Benny hat's gerade selbst erfahren. Er hat eine starke Waffe. Zwei Schüsse. Was soll man gegen. Ihre beste Rüstung kann nicht gegen die Schusswaffe auskommen. Was kann man dagegen machen? Bitte was? Ich hab zu laut geschmatzt beim Essen. Irgendwas mit Schusswaffe? Ja, er hat eine fette Schusswaffe gebaut und die geht durch unsere Rüstung durch. Ich habe ein Scharfschützengewehr gemacht, das geht komplett blanko durch seine Rüstung. Wenn die Stadt im Aus steht, gibt's sowieso noch ein Waffengesetz, also.
Dazu brauche ich aber endlich mal meinen Stein. Ja, ich hab's fertig. Dann tun sie mal. Du hast nur bisher noch keine Angaben gemacht. Ist so viel wie es geht. Am besten den ganzen Berg dort wegmachen und mir gebrannt geben. Und, ey. Zu dicken. Er braucht den Berg, hat er gesagt. Für was? Weiß ich nicht. Also da, ja, wo mein Haus drauf steht, und Melvin braucht auch da, wo sein Haus steht. Ich dachte zum Krallenfett, Witz. Nein, dazu brauch ich nicht. Da können wir ja abreißen. Meine Kleine sind. Stimmt, solange sie dann wende ich meine Lichtmagie. Dann wende ich meine Lichtmagie an. Hokus Pokus, so. Jetzt haben sie Angst. Dann ist der Berg weg. Nee, aber dann kriegen die Hunde Angst vor mir. Herr Eick, ich habe Ihre Bestellung. Gleich, ich muss erstmal jetzt eins klären. Okay. Ich gebe der Waffe dann. Oh, verwahren Sie die Waffe sicher irgendwo in der Mine auf oder in Ihrem Haus. Seit unserem Gespräch habe ich Sie weder in der Nacht getroffen, außer Tobias, den habe ich getroffen, habe ich weder jemanden getroffen, noch angegriffen, noch belästigt. Jetzt muss ich aber mal was nachfragen. Schnüffeln Werwölfe bei anderen Werwölfen auch am Hintern, so wie es Hund zu Hund macht? Wenn er es bei mir machen würde, würde ich ihn sofort mit meinen Krallen Morris. Darko, sag so, mal, wie viel Rüstung hat deine Rüstung noch? Also wie viel Haltbarkeit? Maximal hat sie 400... Jetzt. Also ihr 300, 450, 280. Okay, Moment, Herr Ramon. Herr Ramon? Wie, noch drei Nächte? Ja. Die Bestellung habe ich schon fertig. Nein. Hey, was hat das mit Nächten also, zu tun? Also, oh, ja, noch ein ich kann die auch... Ja, sie können auch... Ach, bei dir, Benny, kommt noch das Extra-Magazin später dazu. Und, Ike, wer hat jetzt die, Schussmunition mit der explosiven Ladung? Ike, ich nicht. Die mit dem Extra-Magazin, das wäre dann ich. Nee, mit der explosiven Ladung. Ich habe irgendeine Waffe mit explosiver Ladung ausgestattet. Damit bitte sehr vorsichtig sein, weil sie alles in ihrem Umkreis Schaden zufügt. Also, ich habe einen Revolver mit 7 Schuss. Und die Kugeln haben oben eine rote Kappe dran und die anderen das ist explosiv. Und die anderen sind leer. Warum? Warum geben sie mir leere Munition? Ich habe auch ganz viele leere. Ich habe nur 3 volle. Das war von dir. Und du hast schon rumgeschossen. Einmal. Zweimal. Sie verkaufen mir ernsthaft eine Waffe, die nur halb voll ist? Die war ja auch nicht. Die Schussmunition sind ja auch nicht mit einberechnet. Die waren sozusagen gratis. Und ich habe damit vorher schon rumgetestet. Ich habe sowieso noch welche zum Testen. Könnten Sie die mal ausrüsten? Ich weiß nicht, ob sie funktionieren. Und am besten an Benny, nicht an mir. Oh Gott, wie rüste ich nochmal aus? Schleichen und dann draufschlagen auf das Magazin. Ja, schießt normal. Ich glaube, die musste halt erstmal nachgeladen werden, oder? Ja. Die schießt da durch. Was, wenn ich blocke? Ich habe alles weggemacht, alles verschossen. Oh. Ich hab keine mehr dabei. Aber die ist durch ihn durchgeschossen. Die ging hier hinter noch weiter. Ich glaube, sie haben jetzt ein paar Löcher im Körper. Das erklärt dann. Dürfen sie die jetzt wieder voll machen? Ich gehe mit meiner Laterne. Döner. Und Hokus Pokus! Ich kann noch besser zaubern als vorher. Oh nein. Ich gehe mit meiner Laterne. Oh nein. Herr Ramon, schauen Sie mal. Ich gehe mit meinen Laternen. Sie haben eine Laterne. Er geht mit seinen vielen Laternen. Sie haben mich jetzt ernsthaft gehauen? Ich hab sie nicht gehauen. Das war Ramon. Was ein Arsch. Nee, hab ich nicht. Hab ich sie nicht? Nein, hab ich nicht. Ahnung, das war. Ich hab, wie gesagt, ich hab ihre Bestellung. Hey, können Sie bitte die Waffe aus der Hand nehmen? Das regt mich heute auf. Ah, ich hab die Hände voll. Ich kann's nicht gewesen sein. Ey. Es juckt mich halt wenig. Jetzt muss ich nachfragen. Was war das nochmal für eine Bestellung? Die 2 Stapel Laternen. Ja. Macht pro Stapel 64 Iron Coins. Machen Sie pro Stapel 32. Das reicht auch erstmal. 32. So, Sie haben jetzt noch die 12 Iron Coins von Ihrer Lieferung in der Kiste? Ja, aber ich mache es Ihnen so, Sie bekommen das, Sie geben mir das Geld und das mit dem Geld, das können Sie sich gleich holen.
wir machen das anders. Sie behalten jetzt die 12 Iron Coins in der Kiste und kriegen jetzt noch 54 von mir drin. Nee, 52, dann sind wir auf 64. Benny? Okay. Ja. Wie viel hast du mir gegeben zum Auffüllen? 5. Das macht dann einmal 2 Münzen. Ja. Wird ja auch mal Zeit. So, ja. Herr Ramon, bitte kommen Sie mit. Beim Magazin ist auffüllen. Warte mal, ist hier niemand in der Nähe? Herr Darko, aber der geht gerade weg. Der steht da unten und blubbert vor sich hin. Ja, gut, okay. Ich glaube, der kann nicht so gut. Doch, der kommt gerade wieder. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht reinkommt. Keine Sache aufzuhören. Also, auf jeden Fall. Wir müssen halt unbedingt drauf achten, dass der Luca uns nicht hört, weil irgendwie hat der sehr gute Ohren. Ich weiß nicht, das liegt dann vielleicht an seiner Werwolfsmutation, ich weiß es nicht. Aber der hört uns noch, bestimmt. Aber auf jeden Fall habe ich mitbekommen, wie er Melvin irgendwas halt verraten hat, dass wir was vorhaben mit und ja, mit Melvin ins Gespräch getreten bin ich zwar noch nicht, aber das mache ich dann gleich. Ganz kurz, und warte, ganz kurz, stopp. Nee. So. Ja. Naja, dann müssen wir den Herrn Luca auch im Auge behalten. Und wenn er und der Herr Melvin irgendeine gemeinsame Sache in irgendeiner Art und Weise machen, dann wird einer von beiden definitiv in Gewahrsam genommen und eingesperrt. Mhm. Ja. Ach so, und da ist ja noch was rausgekommen. Nämlich, dass... Also, es hat sich... bewahrheitet. Ja. Das habe ich vorher schon gewusst. Deswegen wollte ich ihn versuchen, vom Berg zu schubsen. Weil er uns in dem Sinne irgendwie was vorgemacht hat. Weil er nämlich ganz auf einmal die Meinung zu puncto Magie und Werwölfen geändert hat. Ich habe ihm das heute mit dem Herrn Luca und der Blutmagie gesagt und gesagt, ich dulde das nicht, dass ein Werwolf so mächtige Magie benutzt. Und er hat das auf einmal runtergespielt. Und als wir dann alle oben waren und der Herr Melvin unserer Gruppe den Rücken zugedreht hat, habe ich einfach mal die Kugel in die Hand genommen und geguckt. Und in dem Moment habe ich ihn dann auch versucht, vom Berg zu schubsen. Hat leider nicht ganz so geklappt. Und die Knallgurke, die da war, hat ihm leider auch nicht den Rest gegeben, aber... Sie und Irimi, wir können das doch irgendwie bestimmt irgendwie anders lösen. Naja, vielleicht lässt er sich ja auf einen Drink ein. Aber die Frage ist, wie lange ist er jetzt schon so? Von Anfang an oder nicht? Denn... Und warum verheimlicht er uns das? Er hätte uns das doch direkt sagen können. Dann wären wir vielleicht mit ihm so einig geworden wie mit dem Herrn Darko. Aber dieses Heimlichgemache, sowas dulde ich sowieso nicht. Ich weiß, dass das nicht von Anfang an ist, denn am Anfang habe ich diese Kugel zufällig in der Hand gehabt. Ich bin auch sehr oft mit der Kugel durch die Stadt gerannt und da war der Herr Mel noch, ich sag mal, sauber. Aber... In letzter Zeit, er hat so oft geschlafen, beziehungsweise er war so oft nicht in der Stadt. Ich weiß ja nicht, was er gemacht hat. Und das sind schon einige Tage, wo man ihn nicht mehr gesehen hat. Und wenn man die so zusammenrechnet, hat er das ja im Grunde dann doch schon verheimlicht. Ich will halt wissen, warum er das auch verheimlicht hat. Weil so geht das nicht und... Naja, er hat ja auch mitbekommen, dass wir Darko ja auch verschont haben vor dem Trank und weil der Herr Darko ja von sich selber auf uns zugekommen ist mit einem Kompromiss. Ja. Und der Herr Melvin, der geht jedes Mal, wenn man die Kugel hat, einem aus dem Weg. Und sowas ist doch verheimlichen von der Tatsache. Das
Sowas dulde ich nicht. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, my love is a party. Warum ist der Club?